Immer zur gleichen Zeit nach Ostern machen sie ihren Stellplatz fit für die Urlaubssaison. Dauercamper Karin und Mario Quack aus Sittensen kommen seit 22 Jahren hierher an die Ostsee. Du fährst von zu Hause nach zu Hause. Die Ruhe, die Nachbarn, die Gemeinschaft an sich unter Campern, ne? Wenn einer was hat, hilft man sich. Und dann, ist einfach wie ein zweites Zuhause für uns. Auch sein Motorboot macht Mario schon mal für die Ostsee startklar. Wenn schönes Wetter ist, sitze ich nicht hier und acker, sondern dann geht's aufs Wasser, ne? Dass der Campingplatz in Rosenfelde direkt am Meer liegt, nutzen viele Gäste schon früh morgens für einen Spaziergang. Diese drei Urlauber aus Gütersloh wollen einfach nur chillen, sagen sie. Meistens ist Tradition, dass das Kind ein Brötchen holen geht. Wir haben auch so die Tradition, Kind und Mann wäscht ab, Frau kocht. Dem Arbeits- und Schulstress entfliehen und in den Tag hineinleben, das geht auf einem Campingplatz besonders gut, finden die Camper. Strandgänge sind immer wieder beliebt, auch mal den ganzen Campingplatz zu erforschen, was es alles so gibt und so. Wir haben nachher einen Termin für die Sauna. Ich habe ja auch immer meine Freunde und man lernt auch richtig schnell Kinder kennen. Die Plätze im Norden sind laut Verband der Campingwirtschaft in Schleswig-Holstein aktuell bis zu 85% belegt. Die Art zu reisen boomt. Auch in diesem Monat wurden viele Wohnmobile neu zugelassen. Viele neu sind, merken wir einfach daran, dass es einfach auch mehr sind als vorher. Die Wohnmobile mit denen sie und Wohnwagen, mit denen sie ankommen, oftmals neu gekauft sind. Die sagen so, jetzt wollen wir nicht mehr ans Mittelmeer fahren in eine Ferienwohnung im 10. Stock, sondern wir wollen in Deutschland bleiben, wir wollen vielleicht erstmal das eigene Land kennenlernen. Familie Littke ist gestern aus Nordrhein-Westfalen angereist. Der Aufbau ihres Zeltlagers hat 2 Stunden gedauert. Wir haben einmal unser Vorzelt, da essen wir drin und kochen wir. In dem großen Zelt, da schlafe ich mit meinem Mann und meinem Sohn. Der ist noch 5 Jahre, mit dem kann man das noch machen. Und in dem Zelt drüben, da schlafen unsere beiden Töchter, die sind 14 und 12. Gute Sanitärgebäude, Angebote für Schlechtwetter und Animationen, das schätzen die Urlauber. Für viele gute Gästebewertungen wurde der Campingplatz in Rosenfelde bereits ausgezeichnet. Wir haben quasi Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die jetzt sagen, jetzt gönnen sie sich mal was, sich dann vielleicht ein riesen Wohnmobil kaufen, wo so ein Smart hinten rausfährt. Die brauchen dann viel Platz und dann haben wir junge Erwachsene, die quasi zwischen 20 und 30 sind, die sich dann so einen kleinen VW-Bulli umbauen, eine Küchenzeile irgendwie reinhämmern und dann irgendwie ihre Freiheit jetzt mal genießen. Die Stellplätze im Mai mit Himmelfahrt und Pfingsten sind bei Campern besonders beliebt. Deshalb empfehlen die Betreiber, vor dem Besuch anzurufen und nach Kapazitäten zu fragen. Dann kann der nächste Urlaub in Schleswig-Holstein starten.